Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von den Alpha Multigamern. Hier ist das Eismännchen und ich werde ab heute eine FIFA 13 Karriere spielen. Der schöne Vorteil an dieser Sache ist, wir brauchen bei der Karriere keine Online-Modis und wir brauchen, es brauchen wir auch nicht. Ja, EA hat mal wieder Wartungsarbeiten, das ist ja jetzt kein Drama, soll uns auch nicht weiter stören, aber nicht wundern, warum nichts verbunden ist. Wir haben hier tatsächlich im Kreis Kassel noch Internet, es ist nicht so, als hätten sie uns hier abgeklemmt. Ist einfach so. Ich kann damit auch ganz gut leben, Karriere spielen macht nämlich auch Spaß, man muss ja nicht nur Ultimate Team spielen, wovon ich ja auch eine Videoserie habe, ich hoffe, ihr guckt da ab und zu rein. Wir wollen gleich hier anfangen, gar nicht drumherum reden, wir stellen uns jetzt eine neue Karriere, ja, schon gewusst, ich habe alle schon gewusst hier, das ist alles kein Problem. Ja, wir wollen eine Trainerkarriere, eine Spielerkarriere zur Auswahl, ne? Wir wollen natürlich eine Trainerkarriere machen, jedoch als Spieler ist es auch ganz hübsch, finde ich. Nicht so mein Ding, ich bin eher der... Ja, weiß ich nicht. Ich mache lieber beides zusammen. Wir werden das Ganze in der Premier League machen. Und ja, das ist eigentlich mein Verein, Arsenal. Allerdings muss ich leider zugeben, dass ich der Meinung bin, dass Arsene Wenger außer Cassola nichts Gescheites gekauft hat. Und ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann mich nicht so mit der Mannschaft identifizieren, wie noch in den letzten Jahren. Deswegen werde ich, mit denen kann ich mich gar nicht identifizieren. Ich werde aber Chelsea wählen, weil ich bei denen wirklich den Spielraum habe, Spiele zu verkaufen und wirklich auch was Vernünftiges zu kaufen. Wir spielen als Profi erstmal, man kann immer noch umstellen. Ne? Europäischer Wettbewerb in der ersten Saison, den drücken wir auch an. Und da können wir übrigens gleich ziehen, das ist total geil, das haben sie sehr schön gemacht. Wir gucken gleich mal, wo wir landen werden. Du musst jetzt mit gesetzten Teams ziehen. Tschack, da sind wir. Oh, Benfica, Porto, Malaga. Das ist mal eine Hammergruppe, die wir hier erwischt haben. Ziemlich nice, wenn ihr mich fragt. Schluck Kaffee am Morgen muss sein. Auch Madrid, Juve, Gladbach und Helsingborg ist interessant. Bayern hat Ajax, Anderlecht und Braga. Was haben wir noch hier? Noch eine Hammergruppe? Nein, wir haben nicht noch eine Hammergruppe. Ach so. Nein, wollen wir nicht. Um Gottes Willen. Wir wollen weiter. Weiter geht's. Mannschaften wurden auf Standard zurückgesetzt, das ist vollkommen normal. Wir heißen nicht Jahrenberger, um Gottes Willen. Wir sind das Eismännchen. Aber ich werde mich in diesem Spiel umnennen. Wie nenne ich mich denn mal? Ich nenne mich... weiß ich nicht. Wir nennen uns Eismännchen, komm, das ist viel cooler. Hoppala. Das Eismännchen. Nationalität ist nicht Englisch, um Gottes Willen. Was ganz cool ist, ich achte zwar gerne auf die Chemie, ja, muss ich ja sagen, aber ich bin eigentlich nicht so der Fan davon, einen Spieler nicht einbauen zu können, weil ich Chemie 8 oder Chemie 5 hat oder sowas. Deswegen ist es so ganz nett, man kann gerade geben, hier ist Chat beruft Eismännchen als neuen Chef, ich finde das schwer geil. Ne? Also wie gesagt, hier ohne Chemie ist es ganz geil, mal was zusammenzustellen. Das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Ja, wir erstellen eine neue Karriere. Karriere. Chelsea. Boah. Wir machen aus dem Club mal was Vernünftiges hier. Ja, der erste Weg, den wir machen werden. Also hier seht ihr erstmal das Hauptmenü. Ich muss es ja so ein bisschen vorstellen. Schön sieht man die Vereinsnews. Immer was Neues steht in den Schlagzeilen. Ihr habt immer die Tabelle daneben. Ihr seht das nächste Testspiel, das findet am 22. statt, das heißt wir haben 22 Tage bis zum nächsten Testspiel. Dann haben wir hier natürlich auch das Dropdown-Menü mit Mannschaft, Transfers, Trainer, Büro, Saisonstatistiken, Kalender, Einstellungen und natürlich beenden. Ja, wir wollen als erstes Transfers gucken und zwar nicht bei kaufen, sondern bei verkaufen. Ja, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen gucken, was wir hier tun können. Wir gucken mal, was die Jungs am Preis verdienen, was wir am Preis kriegen können für die. So, Hazard ist am meisten wert, den behalten wir natürlich, der ist auch stark. Was haben wir denn hier? Wir haben Essien ausgeliehen, wir haben De Bruyne ausgeliehen. Dann haben wir den Torwart ausgeliehen, den ich nicht kenne persönlich. Und dann haben wir Lukaku ausgeliehen. So blöd muss der erstmal sein eigentlich, aber wohl, das ist schon gar nicht mal so ganz blöd, was sie da gemacht haben. Ja, dann haben wir Jeffrey Bruma an Hamburg ausgeliehen, das wissen wir ja. Wir haben McEachran, das ist auch niemand, der uns wirklich interessieren sollte. Ne, also sonst haben wir hier keine Spekulation, hier unten, keine Spektakel hier unten anzubieten. So, jetzt ordnen wir das Ganze mal nach dem Overall-Wert an. Aber so rum. Ne, das ist aber nicht geordnet. Ach ne, nach Preis sind wir jetzt. Wir wollen das nach... Gesamt, genau. So. Einfach nur des Überblicks wegen.
Ansonsten, da ich gerne 4-3 spiele, also 4-3-2-1 System, ist es schon so, dass wir mit Hazard genau den richtigen Mann hier haben. Wir brauchen noch einen RF, mir schwebt da auch schon was vor. Eventuell kann ich auch sehen, dass ich Hazard auf links oder auf rechts setze. Mal gucken. Torres in der Mitte ist bei mir gesetzt, Mata sowieso. Auf einem offensiven Mittelfeld. Lampard mit seinem Monsterschuss werde ich eventuell auch behalten. Es sind jetzt eh ausgeliehen, von daher, ich werde Lampard mal auf den Markt setzen. Moment, bevor wir damit anfangen, werden wir, also Ramirez ist in der Mitte gesetzt, da kann ich drauf verlassen. Raumi Reilisch, den werden wir verkaufen. Ja, von dem halte ich überhaupt nichts, kann ich eh nicht leiden. Florent Manuta, dem seine Zeit ist auch vorbei, auch den werden wir verkaufen. Ja, Jon Obi Mikkel, ich denke mal, den behalten wir als Ersatzspieler vielleicht. Oscar ist auch ganz geil mit seinen 20 Jährchen. Auch Mikkel werde ich auf die Transferliste setzen müssen, tut mir leid. Und auch, wo haben wir ihn? Frank Lampard, hatte ich eben schon gesagt. Auch wenn er einen geilen Schuss hat, ich werde Lampard verkaufen. Ich will hier den Umbruch, ha? Luis O'Cahill, davon behalte ich Cahill nicht. Ich werde David Luiz behalten, weil der ziemlich nice ist. Werde den Kollege Gary Cahill verkaufen. Marco Marin, der Top-Spieler der Liga. Ja, Bea Juden werde ich auch verkaufen. Von dem halte ich auch nichts. Man muss ja auch mal gucken, was weggeht, ne? Ich werde auch den Sturridge mal draufsetzen. Auch da weiß ich nicht, aber ich den behalte ich erstmal. Ich weiß nicht, inwiefern ich die Spieler richtig haben will. Den lieben kleinen Spanier, weil ja, den Moses werde ich auch mal behalten als Ersatzspieler. Lukaku ist egal. Paulo Ferreira, den müssen wir auch verkaufen noch. Mit dem sein Alter sollte der keinen Fußball mehr spielen bei FC Chelsea. Und hier die ganzen jungen Hüpper, die behalten wir sowieso. Den Gurkenkeeper hier werde ich eigentlich absägen. Weiß nicht, was der hier soll. Ist im Kader zu viel, kann ein bisschen Geld freimachen. Hilario beendet seine Karriere nach der Saison. Das soll uns erstmal nicht weiter kratzen. Wunderbar, wunderbar. So, meine lieben Freunde, jetzt werden wir mal auf Spieler kaufen gehen. Upsala, falsches Menü. Spieler kaufen ist das hier. Ich gucke bei Paris Saint-Germain. Mal gucken. Nein, ich werde nicht Zlatan Ibrahimovic kaufen. Den kann ich überhaupt nicht sehen. Auch wenn er sehr, sehr geile Verrückzieher macht. Einmal schon Kaffee, Liga. PSG, ja, warum ich einen Verein nehme, den ich nicht leiden kann, ist klar. Transfervolumen brauche ich. Ich will aber auch Gegner in der Liga haben. Das heißt auf gut Deutsch, ich möchte unbedingt die beiden Manchester-Clubs gegen mich haben. Ja, Paris hat mir Lavezzi. Genau den möchte ich haben. Den mag ich sehr, sehr gerne spielen. Lavezzi werde ich mir besorgen, versuchen zumindest. Auf und Thiago Silva halte ich viel, aber ob ich den jetzt unbedingt brauche, weiß ich noch nicht. Könnte auch David Villa vorne reinstellen, so ist es nicht. Gucken wir mal, Pastrone ist auch gut, aber man muss ein bisschen aufpassen, man darf nicht zu viele Offensive haben. Pastrone ist ein guter Bankspieler, meiner Meinung nach. 17 Millionen auch relativ überteuert. Ich werde bei Lavezzi Folgendes machen. Anfrage an ihn oder Wunschliste, sieht immer schon mal ganz gut aus. Dazu werde ich das gleiche bei Thiago Silva, weiß ich noch nicht so ganz. Will eigentlich nicht einen halben PSG aufkaufen, werden wir mal gucken. Das Ganze mache ich jetzt aber auch bei David Villa. Wo haben wir die Liga? Russische Liga? Nein. Villa gucken bei Barca. FC Barcelona. Zack. Ja, Lionel Messi, den können wir uns nicht leisten. Barca spielt ist richtig cool, ne? Der kauft einfach Messi und hat dann alles richtig gemacht. Iniesta könnte man auch kaufen. So ist es ja nicht. Auch sehr, 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 sehr geil. Jawohl. Nein, David Villa ist auch links. Macht keinen großen Sinn, obwohl er einer der Lieblingsspieler ist. Vielleicht sollte ich ihn einfach deswegen holen. Nur ich brauche eigentlich auch noch Alternativen rechts. Da werde ich mir Placido holen wahrscheinlich von, ja, auch hier Anfrage an David Villa. Auf Wunschliste setzen. Ja. Mascherano in der Innenverteidigung. Da habe ich was, da schwebt mir was anderes vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Kaleshma, mein alter Freund, jawohl, den werde ich mir als Ersatz-RF gönnen. Das ist natürlich sehr teuer hier, der gute Junge. Finde ich schon was überteuert, den guten. Ja, Jordi Alba, den finde ich auch schwer geil, ebenso auf die Wunschliste. Warum mache ich das auf Wunschliste? Man muss ja irgendwo einen Überblick haben, wen kann ich jetzt kaufen und wen nicht, ne? Man kann es nicht übertreiben. So, dann will ich eben noch gucken, wo haben wir Real Madrid? Ja, mir geht es eigentlich um Iker Casillas, aber der ist mir wahrscheinlich zu teuer im Endeffekt. 12,5, da werde ich richtig Asche auf den Tisch legen müssen, da habe ich echt keinen Bock. Ansonsten, Benzema ist kein Ersatz, aber hier, Angel de Maria, den kann man sich noch gönnen, finde ich. Dann brauche ich mir vielleicht doch nicht die Mühe machen und mich mit dem lieben
Kollegen Plass hier von Mailand in Verbindung setzen. So, jetzt gehen wir in die Bundesliga. Und wir werden, auch da werde ich Spieler von meinem nicht unbedingt Lieblingsteam, nämlich Borussia Dortmund, verpflichten wollen. Und zwar, nein, nicht. Mario Götze ist einfach viel zu teuer. Aber ich werde Mats Hummels auf die Wishlist setzen. Anfragen muss man ja mal. Und das soll es erst einmal gewesen sein. Es macht jetzt erstmal keinen Sinn, hier noch großartig zu suchen. Ich werde jetzt einfach erstmal weiter drücken. Und gucken, was passiert. Na, wir haben ja erstmal ein bisschen Zeit. Guck mal an, wir kriegen auch gleich hier, ja, Liga-Ziele. Was meint ihr, was wir Ziele haben? Nationalpokal, das lese ich alles gar nicht, das interessiert mich alles nicht. Jawohl, wir sind alles drauf. Geänderter Spieltermin, das ist auch klar. Durch die Champions League haben wir geänderte Termine. Wir brauchen auf jeden Fall einen breiten Kader. Wir wollen ja nicht die Fitness verlieren. Ja, ich soll das Ding holen. Ja, unabhängig, nicht zu verkaufen. Das interessiert mich eigentlich gar nicht, was ihr erzählt. Anfrage an Levetzi. Ja, ist doch klar, ihr habt alle keinen. passt mal auf, ich zeige euch jetzt mal was. Einfach mal. Ach, okay, Levetzi kann nicht wechseln, der ist ja neu. Hab ich ganz vergessen, so ein Elend. Was ist mit Angel Di Maria? Der kann nämlich wechseln, da sehen wir es. Ne, 28 und 33 ist er wert. Man kann das der wohl machen. Ist doch schon hochinteressant. Ja? Wir gehen einfach mal auf 26,5 hoch. Und senden ein Transferangebot. Sende. Ja. Okay, Lavezzi will wahrscheinlich nicht wechseln. Das werden wir dann sehen. Jawohl, wir verhandeln mit Wechsel. Ja, neuer, genau. Miralisch wird nicht mehr gebraucht. Ne, ich kann keine Treter gebrauchen. Ich habe Ramirez, der ist sehr geil. Da sehen wir es. Hummels in die Preisvorstellung bei 26 Millionen. Und was ist bei Jordi Alba? Ja. Bei David Villa sind es 15 Millionen. Da gucken wir mal weiter. Junge. Hier geht's richtig ab, ja. Mal gucken. Die erste Woche werde ich gerade drin. Das Problem ist, du kannst deine Spieler erst am Ende verkaufen. Angebot akzeptiert. So viel zum Thema. Ja. Wir wollen Angel natürlich verpflichten. Wir können es uns noch leisten, dass wir uns ein bisschen mehr Gehalt leisten. Wir machen das, ist ein Stammspieler. Mourinho soll er auch bekommen. So. Jetzt kann ich allerdings erstmal, das ist das Problem. Jetzt ist es schön, dass ich Angel Di Maria habe. Jetzt habe ich das andere Problem. Jetzt kann ich erstmal nichts mehr tun, weil ich mal erstmal meinen teuren, aufgeblähten Kader verkloppen muss. Ja, und deswegen machen wir erstmal gar nichts weiterhin. Das ist doch schon mal ganz gut. Hier haben wir doch schon mal einen. Ja, Ramirez werde ich natürlich nicht verkaufen. Auf keinen Fall. Das ist somit der geilste Spieler, den man auf dieser Position im Moment haben kann, meiner Meinung nach. Und da werde ich einen Teufel tun und werde Ramirez verkaufen. Entschuldigt meine Stimmlage. So. Angel Di Maria wird hiermit verpflichtet. Millionen haben wir noch. Wir haben noch kein Gehaltsbudget mehr. Deswegen müssen wir erstmal ein paar Fritzen verkaufen. Soll aber kein Problem sein. Hier haben wir wieder ein Transferangebot. Gary Cahill. Wunderbar. Also wert 6,5. Was bieten sie? Dortmund 6,5. Macht's gut. Dafür kaufe ich euch den Hummels weg. Das macht doch Sinn. Die wissen anscheinend schon, was ihnen blüht. Sehr geil. Hier haben wir noch ein Transferangebot. Achso, den haben wir schon gehabt. Pablo Ruiz. Ja. Nee, ich brauche kein Nationaldingsbums. Das kann man jetzt auch tun. Sehr schön. Angel Di Maria steht zur Verfügung. Den haben wir gekauft. Wie gesagt, Nationalmannschaft interessiert mich jetzt erstmal nicht so. Ich will mich jetzt mal voll auf Chelsea hier konzentrieren. Da gucken wir mal weiter. Spieler ist verkauft. Gary Cahill ist weg. Wunderbar. Das heißt auf gut Deutsch, wir können jetzt erstmal wieder Gehalt locker machen. Ich muss das mal gleich umstellen. Das machen wir als allererstes jetzt hier, bevor es... Hoppala. Machen wir dann, bevor wir die Mannschaft sortieren, werden wir erstmal umstellen auf das System, was wir brauchen. Jetzt können wir uns auch wieder unterhalten. Wir gehen auf die... Wieso ist denn jemand auf meiner Wunschliste? Transferverhandlungen. Tatsächlich. Okay. Interessant.
diese Saison gekauft, ja, ist klar. Was haben wir denn hier noch für Gehaltsbrecher, die wir nicht gebrauchen können? Da wollen wir doch gleich mal gucken. Spielergehalt. Maria Stopp, Vadina Hazard auch, ist klar. Czech Terry Cole. Sien ist ja eh ausgeliehen. Aber der ist 14 Millionen wert, Leute. Den könnte man wirklich verklitschen, ne? Branislav Ivanovic. Den halte ich ja auch sehr, sehr wenig. Allerdings habe ich auch Ashley Cole. Da macht es eigentlich keinen Sinn, Holly Alba zu verpflichten, nur den Namen wegen. Ich sollte mal gezielt einen Rechtsverteidiger suchen. Das werde ich jetzt auch tun. Spieler kaufen. Rolle. RV. Minimales Attribut, sage ich mal, sind... 80, da wird alles angezeigt, was diesen über 80 ist und die Ligen sind vollkommen egal dabei. Mal schauen, was der Markt ausspuckt derzeit. Ich habe da so eine Ahnung. Ja, klar. Philipp Lahm mit 16 ist schon ziemlich geil. Dani Alves, Maikon, Sanja, Piszczek, Abate. Abate ist natürlich sehr geil. Der wollte ja nicht so viel Geld verdienen. Das ist in der Sache ja gar nicht so verkehrt, ne? Abeloa will auch nicht viel Geld. Er ist auch solide eigentlich. Es geht nicht immer nur um die Flitzer. Mika Richards. Ja, Lahm ist teuer. Muss es Lahm sein, ist ja die Frage. Auch wenn ich Bayern-Fan bin. Abate ist natürlich nicht ganz so übel eigentlich. Abate hat faire Zweikämpfe 82, das ist nicht so ganz unwichtig und ich würde sagen, wir kontaktieren Milano mal für einen Kauf und bieten 11 Millionen an. Gucken, ob es klappt. Das wäre doch schon mal eine Lösung. Dann kann ich nämlich Ivanovic zur Not auch noch verkaufen. Und selbst wenn nicht, habe ich zumindest alles in der Hand. So, Ihre Anfrage. Um 11,5 Millionen. Habe ich doch gemacht. Wir haben Transferangebote. David Luiz, Branislav Ivanovic. Ja, das hört sich gut an. Also für David Luiz auf keinen Fall. Doch. Stopp. Ich mache das anders. Wenn ich David Luiz verkaufe, dann für 19 Millionen. Na, so albern wollen wir hier nicht werden. Der Mann ist das Geld wert. Der ist nämlich relativ gut im Spiel. Na, und deswegen machen wir ihn... Was ist denn das jetzt? Das ist Branislav Ivanovic. Ist unser bester Spieler, ganz genau. Mit zwischen 14 Millionen können sie einwilligen. Das hört sich doch ganz gut an. Die verlangen wir auch. Und wenn die 14 Millionen geben, dann können wir drüber reden, ne? Schön, dass ich die Leute auf Transfermarkt setze, die anderen kriege ich, oder beziehungsweise die anderen werden, wollen sie haben. Nein, Ramirez wird nicht in Frage gestellt, Ramirez ist geil, im Blasen. So, David Luiz, ja, das... Sehr gut, das wollte ich ja von euch. Warten. Okay, dann ist es nicht mein Problem, ich kann die Ivanovic auch im Kader behalten, da bin ich tiefenentspannt. Hm? Wer meine Spieler will, der muss auch Geld bezahlen. Das sieht gut aus. Hoppala. Abate. Den kriegen wir. Abate. Sehr, sehr schön. Das heißt, Ivanovic kannst du nämlich auch innen spielen lassen. Der bekommt halt auch 60. Dann würde ich sagen, dass er bei uns so 75, 74 bekommt. Da ist er auch nicht wirklich teuer. Wichtiger Stammspieler. Rotationsspieler. Mal sehen, ob es annimmt. Ich will mich mal nicht festlegen bei dem. Dem Abate ist zwar geil, aber... Petr Čech, ja, ja. Sevilla für 8 Millionen. Die haben wohl was am Kopf. Das können sie schön vergessen. Leute, ihr müsst mal die Spieler kaufen, die auf dem Transfermarkt setzen. Die wollen alle meine guten Spieler haben. Was ich ja irgendwo verstehen kann, ne? Angebot abgelehnt. Oh, Grund... Ich möchte eine größere Rolle in ihrer Mannschaft spielen. Okay. Das ist ja kein Problem. Abate. Neues Angebot unterbreiten. Wichtiger Stammspieler. Sende E-Mail. Wenn er jetzt weiter tickt, hat er Pech. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder auf den Transfermarkt richtig gucken, weil ich habe Gary Cahill verkauft. Und ich
möchte ja Coluccini eigentlich auch kaufen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil der ist einfach sein Geld wert, so blöd sich das anhört. Wo spielt der bloß wieder? Das weiß ich wieder nicht mehr. Ist aber kein Problem, ich gehe auf Argentinien. Und werde ihn finden. Ja, warum Coluccini? Weil ich mit dem bisher sehr gut zurechtkomme. Und Hummels kaufe ich mir wirklich nur, wenn ich es mir leisten kann. Wenn ich nicht meinen Offensivspieler dann nicht bekomme, die ich haben will. Fabrizio, da ist er doch. Coluccini, der spielt bei Newcastle. Ja, ja, genau. In derselben Liga sogar. Das ist doch ganz hervorragend. Mascherano ist mir auch einfach vom Gehalt her viel zu teuer. Und Coluccini ist vom Preis-Leistung her absolut fair. Ja, für den biete ich jetzt auch einfach mal 6,9. Für so einen Gurkenclub, glaube ich, viel Geld. Newcastle United, Wiedersehen. Hat da einen 4-Jahres-Vertrag. Das heißt ja nicht, dass er bei mir nicht unterschreiben kann. Und dann werden wir, wenn wir Coutinho haben, dann steht zumindest das meiste Gerüst. Oh, er sagt dann, ich bleibe der Gute. Da gucken wir aber mal. So, Bereich von 8 Millionen bewegen. Habe ich ihn ja geboten. Mata, ja, wie gesagt, ich kriege nur Angebote für Spieler. Ja, Manchester City, das könnt ihr abhaken. Ich bekomme nur Anfragen für Spieler, die nicht auf dem Transfermarkt sind. So ist das. So, jetzt wollen wir aber gerade nochmal einen Überblick machen. Also ich habe ja erst die Maria gekauft. Ja, jetzt will ich aber gleich die Formation ändern in 4-3-2-1. Hier ist es. Und ich möchte die Maria... Hoppala, das war einmal so schnell gedrückt. Ich möchte gerne die Maria in die Mannschaft holen. Hazard, toll, das ist klar. Mata soll eigentlich im Mittelfeld spielen. Ramirez zentral, ist doch klar als Abräumung. Meine, wenn ich jetzt, ich will nicht heulen, wenn ich den Frank Lampard erstmal behalten kann, dann behalte ich ihn erstmal, ne? Da gibt es Schlimmeres. Wo haben wir denn den lieben Kollegen? Die Maria, hier ist er. Wen muss denn da die Bank dafür? Muss... Superstar Miralles weg. Und die Maria spielt für Mikel. Kommt aber über rechts. Sehr gut. Also es gibt noch genug Baustellen, gar kein Thema. Wir werden das Spiel jetzt nicht spielen. Ich simuliere das erstmal, weil das überhaupt nichts bringt. Angebot akzeptiert. Sehr schön. Auf einmal möchte er. Ich zögere jetzt. Weil ich mir das noch überlegen muss, ob ich den jetzt überhaupt noch haben will. Und jetzt haben wir Coluccini, den werden wir auch verpflichten. Das steht für mich fest, wie das Abend in der Kirche. Den lege ich auch ein bisschen Geld drauf. Er soll einen 3-Jahres-Vertrag bekommen und soll ein wichtiger Stammspieler werden. Mit 30 ist er im besten Verteidigeralter. Ist nicht der allerschnellste, aber es muss auch nicht immer die Schnelligkeit sein, die entscheidet. Mascherano. Oh, Manchester hat Mascherano verpflichtet. Das ist nicht ganz so schlecht. So, Freunde danach. Transferangebot für Fernando Torres. Ja, ganz toll. Auch Fernando Torres möchte ich nicht verkaufen. Ich habe andere Spieler, die ich angeboten habe. Leute, Leute, Leute. Weiter. Ja, im Moment spielen wir erstmal als Manager-Version, wenn ihr so wollt. Ist doch ganz klar. Wir müssen uns ja erstmal, ne? Ja, ja, beim Freundschaftsspiel will ich überzeugen. Diese Partie werden wir simulieren. Einfach mal, ja. Ist doch klar, warum. Na, es muss erstmal jetzt sein. Ich muss ja mal einen Kader finden, mit dem ich spielen will. Wir führen schon 1-0. Torres hat schon getroffen. 4-0 gewonnen. Die Maria Jovanovic und Torres haben getroffen. Es gibt schlechtere Simulationen, denke ich. Erster Sieg, erstes Testspiel. Ja, ja, ja. Aber... Jetzt kommt da ein Testspiel am nächsten, das ist ein bisschen schlecht. Jawohl, jetzt kommt da. Angebot annehmen. Wunderbar. Transferbestätigung ist gesendet. Coluccini kommt zu uns und ich zögere weiter bei Abate. Weil ich sogar ablehnen werde, denke ich mal. Ich behalte erst einmal... zu viele Baustellen noch, weil ich zu viele Spieler nicht verkauft habe und deswegen muss ich mich erstmal sammeln. Abate ist jetzt nicht der Spieler, den ich dringend brauche, dazu habe ich hinten genug Alternativen. Jetzt will ich hier erstmal gerade gucken und den lieben Kollegen Coluccini einbauen. Die Blase kann raus.
Was haben wir jetzt hier? Der wird natürlich weichen für David Luiz erstmal. Hier sehen wir auch nochmal warum. Ja, er ist in einem Ticken besser, außer am Ausdauerwert vielleicht, aber David Luiz ist schnell. Das ist doch ganz nett. Zu gucken, wie sich der Gute macht. Deswegen werde ich auch den erstmal testen. Dann John Terry halte ich übrigens auch nichts von. Vielleicht werde ich auch den noch verkaufen. Da gucken wir mal. Ja. Ist es mir auch nicht wert, dass er unbedingt im Kader bleibt. Den habe ich ganz übersehen, meinen Freund John Terry. Den werde ich jetzt einfach auch mal zur Verfügung stellen. Vielleicht will ja den einer haben. Spieler verkaufen. Weil das ist nicht mehr der Jüngste. Und ich kann offen gesagt auch nicht leiden, den Arsch. Und dumm. Ja, 8 Millionen. Ich sage mal, 100.000 und 8 Millionen ist doch etwas, wo man mit arbeiten kann. Ne? Weiter geht's. Den Bebau trete ich jetzt auch nicht an. Das ist mir auch noch zu früh. Wie gesagt, die Mannschaft steht ja noch nicht. Wir müssen nur langsam uns beeilen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber es war auch beim Antesten dieser Karriere so, dass ich gesehen habe, okay, die kamen erst die Angebote, nachdem die drei Testspiele absolviert waren, was ich ziemlich krank fand, aber es war so. Überspringen wir doch. Ist scheißegal, wie wir spielen. 2-1 sogar gewonnen. Torres und Startridge, der eingewechselt wurde. Na denn. Ganz tolle Geschichte. Interessiert mich aber auch nicht wirklich. Und das nächste Testspiel steht auch schon wieder an. Leute, Leute, man kann es auch übertreiben. Higuain, Spurs, ja, von dem halte ich auch nicht viel in diesem Spiel. Aber wir haben da Finale in Man City, das müssen wir wohl spielen dann. Am 5. August. Und wieder simulieren. Wir simulieren wie die Großen. Bordeaux. Bordeaux, Girondins de Bordeaux, 4-0, ja. Ramirez und Hazard, das sind zwei Leistungsträger, Hoffnungsträger vor allen Dingen. Jawohl, Luiz ist jetzt Stammspieler unter Druck, das finde ich gut. Habt ihr gerade gesehen, der verhandelt mit dem Fischauge, das ist hochinteressant. Chelsea will die Meisterschaft, das ist wohl wahr, dass wir das wollen. Transferangebot, was ist das denn für einer? Ja, den 18-Jährigen. Was kriegt denn der an Gehalt? 800.000 Euro ist er wert. Wohin? Die bieten 700. Wenn sie ihn haben wollen, können sie ihn haben, aber nicht unter einer Million. Gucken wir mal, ob euch das wert ist, ihr Blasen. Manchester United. Ich lasse ja nicht gerne was auf Konkurrenz gehen. Ja, also es tut sich sehr, sehr wenig. Es will keiner meine Gurkenspieler irgendwie haben. Oh. 850. Also wenn ich das lese, dass Manchester United das nicht investieren kann, weiß ich nicht. Nee. Sehe ich nicht ein. Für euch schon gar nicht. Wenn es jetzt ein ausländischer Verein wäre, jo, aber nicht Manchester United. Jawohl, das erste Pflichtspiel bereiten wir uns vor. Und in anderthalb Wochen ist dann die Premier League Top-Transfers, Real Madrid, Inter Mailand, Benzema, dann Di Maria, ich bin in Top-Transfers, ja. Schade, dass es schon wieder vorbei ist hier, Mist, Mist, Mist. Was haben wir noch? Gar nichts. Sehr, sehr schade, egal. Ihr Lieben, wir machen hier einen Cut. Das Spiel gegen Manchester City kommt beim nächsten Mal. Ich sage, bleibt am Ball, ich freue mich auf euch, ciao und bye-bye, euer Eismännchen.